Gagelmann hat dem Pfiff gerade eben gelbe Karte gegeben für Paulinho, der für Sobic in die Partie gekommen war. Ruppig ist es, intensiv ist es, viele Tore. Ausgang komplett offen. Haaland im Moment in Liga 2, die Löwen in Liga 2. Also man trifft sich wieder, in einigen Wochen womöglich schon in der Allianz Arena. Nicht der Ausgleich. Vucicevic, von dem sie sich so viel versprochen haben, hat auf dem Trainingsgelände den Spind von Benjamin Laut übernommen. Aber sagt, das ist so einer wie Laut. Zwei, dreimal ließ er sein Talent aufblitzen. Die Konstanz fehlt ihm noch. Womöglich ist es in der nächsten Saison soweit. In der nächsten Zweitligasaison. Aschani, Doppeltorschütze, der Innenverteidiger, der 33-jährige Kroate, Sladan Aschani. Njai. Sie sind robuster im Zweikampfverhalten. Das war ein bisschen lässig. Meier hat das gerochen. Und sofort der Konter über Schau. Der 68. das 3:3 erzielt hat, kurz nach seiner Einwechslung. Dann kam Mikulajczak, 3 Minuten später. Rangnick. Und jetzt haben sie wieder Zeit. Viertelstündchen noch. In aller Ruhe. Ernst Rangnick. In der vergangenen Saison mit Osnabrück abgestiegen. Der Rechtsverteidiger. Hölzer muss raus. Hölzer ist da. Agostino versucht zu stochern. Unter der Woche noch in Interviews gesagt, ich will der Peter Backhult werden. Der damals im Juni 94 den Siegtreffer in Meppen erzielte. Damit ging es für die Löwen in die Fußball-Bundesliga. Schäfer hat keinen Ball. Jetzt hat er wieder einen. Muss aber zurück. Gagelmann nimmt es ganz genau. Auch in den letzten 14 Minuten dieser Saison. Rangnicke. Und wieder raus. Jetzt geht es an die Substanz. Bayer ist noch da. Daniel Bayer, noch ein Offensiver. Bin gespannt, wen Mauer runternimmt. Milchraum, wenn wir das richtig gehört haben, wird den Platz verlassen. Also das ist ein Offensiver für einen Offensiven. Und was macht Straka? Er bringt natürlich einen Abwehrspieler. Abdul Tiam. Also Milchraum geht runter, unauffällige Partie und Bayer ist neu dabei. Dadurch ändert sich nichts am Prinzip volle Offensive, was die Löwen jetzt an den Tag legen. Noch ein Wechsel, Abdul Tiam kommt. Wir haben noch ein bisschen Zeit und gehen nochmal nach Saarbrücken, Martin Groß. Oh, die Weißen haben Angst. Es läuft nicht viel zusammen, auch durch die Auswechslungen nicht. Jetzt ist gerade eben David Siraze gekommen, offensiver Mittelfeldmann für einen Verteidiger. Adrian, jetzt war Paczynski im 1 gegen 1. Rakanel. Ah, jetzt erhöhen sie wenigstens wieder ein bisschen den Druck auf das Tor von Peter Eich. Im Moment ist Eintracht Trier in Liga 3. Ein Tor für Trier. Und das sieht wieder ganz anders aus. Dann hat der erste FC Saarbrücken ein Problem. So, Rakanel muss noch warten, weil in der Mitte von Felix Brich noch geordnet wird. Jetzt kommt der Eckball. Reuter hilft aus, da muss Eich hin. Und keiner in Weiß ist auch nur ansatzweise da, um ihn zu bedrängen. Koch hat einfach nur zugeschaut. So kann man keinen Fehler provozieren. Aber es sind noch 12, 13 Minuten, gab ein paar Unterbrechungen, also ein, zwei Spielminuten wird es drüber gehen hier. Wechseln wir den Schauplatz, während sich Hagner hier den Schuh richtet und gucken, ob Cottbus zittert, Holger Pfand. Ah,
im Moment ist Cottbus relativ unsicher. Zweimal jetzt hat der Trainer gewechselt. Fritz Sander hat mit Mejaros und Jordache Offensivkräfte gebracht. Möchte hier doch sehr gerne das erlösende 2:3 wieder erzielen. Aber der KSC zeigt sich jetzt sportlich fair. Nachdem sie die erste Halbzeit verpennt haben nach dem frühen Führungstor, nicht mehr viel getan, sind sie in der zweiten Halbzeit, die blauen KSCer, wieder bissiger, aggressiver geworden, angetrieben unter anderem auch von ihm, dem ehrgeizigen Torwart Markus Miller. Noch 10 Minuten. Wenn Karlsruhe ein Tor schießt, kriegt Cottbus ein Problem, dann gucken die natürlich gebannt auf die Partie Saarbrücken gegen Trier. Was ein Herzschlagfinale um den letzten Abstiegsplatz. Jetzt die Möglichkeit durch den neuen Mann, durch Mejaros, gut und klug zurückgelegt. Das sind die vielen 80-90%igen Chancen, die sie liegen lassen, die Cottbusser, in diesem Fall durch Daniel Kuck. Aber alle schauen sie natürlich immer noch nach München. Wenn die Aalener da gewinnen, sieht er danach aus, Wolfus. Tor in Essen. Jetzt ist es dann doch gefallen, nachdem beide Mannschaften sich geübt haben im Auslassen bester Möglichkeiten. 1:0 für die Spielvereinigung Unterhaching. Barbaros Barut, der Torschütze. Und es geht in Ordnung. Die Hachinger von zwei unmotivierten Mannschaften. Die spielerisch etwas bessere Vorarbeit natürlich von Francesco Copado. Und das erste Tor in diesem Spiel. Und wir schauen nach München, ob da das letzte schon gefallen ist oder ob noch was kommt. Wolfus. Also ich glaube, hier kommt noch was. Die Löwen in Hellblau von rechts nach links. Keine Ecke für Remo. Tor in Aachen. Wir haben den nächsten Treffer. Aachen, Gregor Bienhardt. Ali Albert, so kennen wir ihn aus seinen besten Zeiten. Saisontor Nummer 3. Und das war Hammer Ali vom Feinsten. 1:0 für Greuther Fürth. Ansonsten haben sie nicht viel verpasst bei diesem Spiel. Deswegen geht's gleich weiter in München. Jetzt also endgültig der Wechsel. Abdul Tiam kommt für Stanko Svitlica, der Mann, der den Elfer verschossen hat in Durchgang 1. Und Abdul Tiam, auch ein Erfahrener im Abstiegskampf. Vor 2 Jahren mit Eintracht Braunschweig runtergegangen, hat dort allerdings am letzten Spieltag Mainz den Aufstieg verdorben. Er traf beim 1:4 damals. Und aufgrund des besseren Torverhältnisses, Sie erinnern sich, stiegen die Frankfurter auf. Heute hat es die Eintracht in den eigenen Händen und Aalen auch. Und für Aalen sieht es gut aus. Und 60 bleibt zweitklassig, selbst wenn sie hier das Ding noch drehen. Aber es spricht für diese Mannschaft, dass sie es zumindest versuchen. Immer wieder kommen sie zurück. Immer wieder beißen sie auf die Zähne. Bayer. Mann, der für Milchraum gekommen ist. Schäfer, der hat den Torreigen hier eröffnet. In der 11. Minute. Da waren die Löwen aufgestiegen. Für ein paar Minuten. Paulinho. Njai. Aber das ist jetzt nur noch halbherzig für die letzten 7,5 Minuten. Starker will das Ergebnis halten. Übrigens 94 im Aufstiegsjahr der Löwen mit dem Wuppertaler SV hier 1:3 verloren. Da stieg er mit den Wuppertalern am Saisonende ab. Und die Löwen gingen hoch. Wir alle glauben daran, hat er immer wieder wiederholt in dieser Woche. Da konnte den Glauben auf die Mannschaft übertragen. Das Team hielt dem Druck stand und hat das umgesetzt. Stand 16:39 Uhr. Jetzt kommt Schau. Guter Freistoßschütze. Jerzy Schau in die Mauer. Lehmann. Ah ja. Bayer gegen Langenecke. Bamba kommt zur Hilfe. Jetzt wird mit Mann und Aus verteidigt. Daniel Bayer.
hat seinen Vertrag bis 2008 verlängert. U21-Nationalspieler bleibt den Löwen erhalten. Überhaupt alle Leistungsträger bleiben. Auch im Falle eines Abstiegs. Mit Tietze haben sie jetzt auch in der vergangenen Woche verlängert. Sieht auch gut aus, dass Kolomasnik bleibt. Und in Frankfurt stehen sie wieder mal kurz vor einer Riesenparty. Michael Born. Naja, fertig machen zum Jubeln. Alex Meyer wird ausgewechselt, kriegt den Sonderapplaus. Den gab es auch schon für Ari van Lent. Die Polizei ist aufmarschiert. Man möchte wohl verhindern, dass die Herrschaften von den Tribünen auf den Rasen stürmen. Also seit dem 2-0 hat sie nicht mehr allzu viel getan. Das ist mehr oder weniger nur noch Schaulaufen. Und das ist bereit machen, fertig machen zum Jubel. In 5 Minuten ist es soweit. Zurück zu dir, Wolf. Hier jubelt noch keiner. Hier gibt es tapferen Applaus von den Löwenfans. Und bei den Anhängern des Hallen hält man die Luft an. Bei den 500, die mitgekommen sind. Heute Morgen um 5.30 Uhr mit dem Bus abgefahren. Und es hat sich, so sieht das im Moment aus, gelohnt. Und Rainer Maurer hat sich hingesetzt. Er glaubt nicht mehr dran, ist er im Prinzip der personifizierte Realismus. Hat die Löwen zurück in die Spur gehoben. Und den verpassten Aufstieg jetzt an der eventuellen Niederlage heute festzumachen, wäre ein bisschen eindimensional gedacht. In Köln ist noch ein bisschen was los. Roland Evers. Hüpert gut lachen. Es sind mal wieder 3 Treffer von Lukas Podolski, dem Ausnahmespieler in dieser Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga, keine Frage. 4:0 für den ersten FC Köln. Das ist ein mehr als gelungener Saisonabschluss. Doppelpass mit Scherz und damit ist hier alles durch und wieder zurück zu 60. Karlsruhe! Er gibt's nicht, der Schiedsrichter, Abseitsposition vom Torschützen Kaplani. Da bin ich mir nicht 100% sicher, ob der eben eingewechselte Albaner in der Tat im Abseits war. 3 Minuten vor dem Ende, schauen wir nochmal genau hin. Ah, für mich ist es kein Abseits. Kein Abseits für mich bei der Ballabgabe. Und wir gehen schnell rüber nach München. Es bleibt hier beim 2:2. Wolf Fuß, bitte. Allen wechselt nochmal. Bamba geht runter, Daniel Thune steht draußen, aber man hat keine Eile. Gerade eben hat es nochmal einen Freistoß gegeben. Lehmann in die Mauer. Auch Daniel Thune, ein abstiegserfahrener Mann. In der vergangenen Runde ging es runter mit dem VfB Lübeck. Ihnen allen scheint das in diesem Jahr erspart zu bleiben. 3 Minuten sind es noch. Und die Allianz Arena wird auch ein Zweitligastadion mit dem Trainer Rainer Maurer, der die Mannschaft auf aussichtsloser Position übernommen hat und zumindest mal wieder am Aufstieg hat schnuppern lassen. Wer geht runter? Saarbrücken, Trier, Cottbus. Wir versuchen es nochmal in Saarbrücken. Martin Groß. Im Moment sieht es nach dem Hinweis aus. Eintracht Trier nur 1:1. Das Ganze 2,5 Minuten vor dem Ende. Heißt, Paul Linz geht in die Regionalliga. Das heißt, das ist noch gar nicht sicher. Hat ja kürzlich seinen Vertrag bis 2008 verlängert. Aber in dem Vertrag steht nichts von dritter Liga. Also das wäre dann auch eine Aufgabe für die Verantwortlichen. Aber jetzt gucken wir auf den Freistoß, der ja wieder was ändern könnte. Nee, so nicht. 2 Minuten noch. Pekovic, der gibt diese Freistoßchance. Und Trier rutscht der Regionalliga wieder ein Stück entgegen. Ein Tor für Trier. Tor! Hieße, Saarbrücken wäre abgestiegen. Aber jetzt, Michael Born, wenn ich das richtig verstanden habe.
Bayern, wir sind wieder da. 3-0 Frankfurt, 90. Markus Bayerle. Und der Rest ist Ekstase. Nächster Treffer, bitte. So, werte Sportkameraden, in der Abstiegsfrage anschnallen und durchpusten. Im Moment hat Trier wieder alle Chancen, denn Karlsruhe führt. Ein Tor von Trier und Cottbus steigt ab. 3-2 KSC und diesmal zählt Sebastian Freis. Herrlicher Kopfball, keine Chance für Piblicak. Der KSC hat die Partie gewendet. Sportlich absolut fair und ehrenwert. Guter Abschied des KSC und jetzt bin ich gespannt. Wenn Trier ein Tor schießt, geht Cottbus in die Regionalliga. Oder wenn natürlich 1860 München den Ausgleich schießt gegen Ahlen. Vollfuß. Hier ist die Partie unterbrochen. Oh ja, da geht da rein, als gäbe es keinen Morgen. Abdul Tiam bleibt liegen. Bayer steht auf und er hat jegliche Gesichtszüge verloren. Einer Mauer. Es lag nicht an der Niederlage heute, auch nicht an den drei Unentschieden in den letzten Wochen. In Frankfurt ist Schluss, da wird schon gefeiert. Also, Frankfurt ist der dritte Aufsteiger, nicht der TSV 1860 München. Auf ein neues in der nächsten Saison. Jetzt noch die Frage, wer steigt ab? Wir sind in der Nachspielzeit. Nochmal gelb für Njai, das juckt ihn überhaupt nicht. Es bringt noch mal ein bisschen Zeit. Nach momentanem Stand sieht es so aus, als treffen sich 60 und Ahlen wieder. In der nächsten Saison in der Allianz Arena und im Bersestadion. Und nur noch raus, Paulinho. Neymar. Knappe Minute drüber. Hat einige Unterbrechungen gegeben, also da kann man schon nachspielen lassen. Djenic sagt, ich bin gedrückt worden gegen Agostino. June. Zieht das Foul, kriegt das Foul. Straka ist am Ende. Ein 11. Spiel als Coach. Bilanz 5 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen. Entscheidend der 5. Sieg. Seit 5 Jahren die Ahlener in Liga 2. Es folgt Nummer 6. Zum 3. Mal in Folge mussten sie bis zum letzten Spieltag zittern. Hatten ein ganz schweres letztes Ding. Und gewinnen es. Gewinnen sie es wirklich? 2 Minuten drüber. Ahlen im Ballbesitz. Und jetzt ist Schluss. Der LR Ahlen bleibt der 2. Fußball-Bundesliga erhalten. Der Absteiger kommt momentaner Stand aus Trier. Martin Groß. Wir haben gerade noch eben Paul Linz versteinert gesehen. Hier ist Schluss. Hier ist Schluss. Und Paul Linz und Eintracht Trier sind abgestiegen. Es sei denn, in Karlsruhe wird noch gespielt. Sind das Momente? Die Enttäuschung hat den Weg in den Ludwigspark gefunden. Und zwar nach Trier. Und Cottbus bleibt drin. Also, es ist alles amtlich in der Saison 2004-2005. Frankfurt geht mit hoch und Eintracht Trier steigt ab. Es hat so gut begonnen für die Eintracht, die hier in Führung ging. Und dann hat sich alles verschworen, weil der LR Ahlen sich doch noch rausgezogen hat. Wolfuß von der Grünwalder. Christian Mikulajczak ist der Matchwinner und das ist womöglich das Bild des Tages. Helmut Spicker und František Straka. Das ist der Retter
gestern 47. Geburtstag. Mikolaj Čak hat das Tor gemacht. Alle Spiele, alle Tore. Jan Henkel, bitte. Die zweite Liga bei Premiere wird Ihnen präsentiert von TV Digital. Ein Anruf nach dem Unfall und alles ging von selbst. Die Reparatur, kein Papierkram, einfach gut dieser Service. Autoversicherung mit Vollkasko und Schadenservice Plus, schon ab 99 Euro. Huck Coburg, da bin ich mir sicher. Eintracht Frankfurt ist zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. Die Fans, die feiern ihr Team. Jeder Spieler wurde schon gefeiert, der Trainer wurde gefeiert, Friedhelm Funkel. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg, der direkte Wiederaufstieg. Heute Morgen, als Sie aufgewacht sind, haben Sie uns gesagt, war Ihr erster Gedanke Hunger. Was war denn der erste Gedanke beim Abpfiff? Ein unglaubliches Gefühl, dass wir es durch diese tolle Aufholjagd in der Rückserie noch geschafft haben. Wir haben es in der eigenen Hand gehabt. Wir haben immer gesagt, dass wir nicht nervös werden, dass wir dieses Spiel gewinnen werden, und das haben wir auch geschafft. Die Bierdusche haben Sie schon hinter sich, die Mannschaft kam auch sofort auf Sie zu. Wie ist dieser Zusammenhalt in der Mannschaft, in der Rückrunde? Was hat sich da nochmal getan? Es ist unglaublich. Ich meine, die gesamte Saison war der Rückhalt schon unglaublich gut. Aber in der Rückrunde sind wir nochmal zusammengewachsen. Wir haben das System ein bisschen verändert. Wir haben zwei Spieler dazu bekommen. Und dieses Mannschaftsgefühl, was wir entwickelt haben, das ist einfach sensationell. Das ist jetzt Ihre fünfte Zweitligasaison, Ihr fünfter Aufstieg. Wie ist das, mit 42.000 in so einem Stadion aufzusteigen? Gigantisch, gigantisch. Wie die uns unterstützt haben, da muss ich mich hier auch wirklich nochmal bedanken. Aber das schon die gesamte Saison über, auch bei Spielen, die wir verloren haben, wo wir schlecht gespielt haben. Diese Zuschauer haben bestimmt zu 50% Anteil, dass wir aufgestiegen sind. Es werden sicherlich überall, auch in Frankfurt, viele, viele Fans noch vor den Fernsehern jetzt sitzen und das mitverfolgen. Ein Gruß an diese Fans und vielleicht schon ein Ausblick, was können die in der ersten Liga erwarten von der Eintracht? Ja, da mache ich mir im Moment noch keine Gedanken drüber. Die jetzt zu Hause sind, die sollen heute Abend gegen 20 Uhr zum Römer kommen. Da geht richtig die Post ab. Viel Spaß dabei, ich danke Dankeschön. Ihnen. Danke. Und zwei, die vor zwei Jahren schon dabei waren, Alexander Schur mit Kreuzbandriss in der Pause, unser Gast, und Jermaine Jones auch. Was war denn für Sie jetzt wichtiger, spannender, Jermaine? Ja, ich denke mal, vor zwei Jahren war es schon ein bisschen spannender, weil wir eigentlich auch nicht so richtig alles in der Hand hatten. Und ja, heute hatten wir eigentlich alles in der Hand, deswegen war es gut für uns auch selbst, dass wir zeigen konnten, dass wir es allein aus der Hand packen können, wenn wir das abrufen, was wir die ganzen letzten Spiele abgerufen haben. Und ja, aber jetzt sind wir... Ja, da wird er begossen. Alexander, nach der Hinrunde, haben Sie daran noch geglaubt? Man muss in Frankfurt immer an alles glauben. Und die Mannschaft hat bewiesen, dass in Frankfurt nie eine Mannschaft tot ist. Und es war zwar nicht so spannend, wie Sie vorhin schon gesagt haben, aber die Mannschaft hat eine unglaubliche Energieleistung gebracht in der Rückrunde. Und es ist fantastisch heute. Und Jermaine ist ja noch offen, ob er nach Leverkusen zurück muss. Der kann doch nicht gehen, oder? Er darf nicht gehen und das würden hier in einigen noch übel nehmen. Und damals haben wir ihm schon das übel genommen, weil er ist ein fantastischer Kerl, ist ein Frankfurter und er gehört einfach hierher. Der gehört ja nach Leverkusen, da ist er verloren. Es ist ein Frankfurter und nur hier bringt er solche Leistungen, deswegen gehört er hier. Bleiben Sie? Ja, ich will auf gar keinen Fall nach Leverkusen zurück, das habe ich mit dem Trainer auch schon besprochen. Und ich fühle mich hier wohl und da müssen noch ein paar Sachen geregelt werden, aber es wäre schon mein Wunsch. Mein Wunsch war, in die erste Liga zu kommen, als ich im Winter gekommen bin. Und ja, die Mannschaft ist super, ich habe es geschafft, was ich wollte. Und ja, und ich hoffe, dass wir uns da einigen können und dass ich nächstes Jahr hier im Wallstadt in der ersten Liga spielen kann. Dankeschön. Und im Moment, liebe Zuschauer, Sie kriegen es vielleicht mit, die Pfiffe, die hier sind, es schwingt gerade so ein bisschen um von der Atmosphäre. Das wollten einige Fans, wollten den Platz gerade stürmen. Dann ist die Polizei reingegangen, die Spieler sind sofort hier vorne alle hin, um die Fans zu beruhigen. Sie sehen vielleicht oben, Lexa ist noch hochgeklettert, direkt auf den Zaun. Jermaine Jones geht noch mit rüber. Die wollen jetzt die Situation und die Fans da drüben alle etwas beruhigen. Wäre schade, wenn diese schöne Stimmung, dieses Fest jetzt dadurch etwas getrübt würde. Aber es sieht so aus, dass die Situation da oben jetzt auch wirklich sofort wieder unter Kontrolle kommt. Und die Spieler haben toll reagiert. Sofort hin, holen sich jetzt Schals drüben ab von den Fans. Und wir wollen jetzt mal von dieser Atmosphäre rübergehen nach München zu Christian Sprenger und sind gespannt, wie dort die Situation ist.
Naja, also das Einzige, was die 60er hier nehmen, ist gerade Abschied. Abschied von den Träumen in Sachen erster Liga. Und wir sehen es, die Fans sind sehr bedröppelt. Sie nehmen natürlich auch Abschied von einem Stück Heimat. Denn hier das 60er, haben wir gesagt, 100 Jahre die Heimat der Löwen. Hier und heute das letzte Profispiel. Wir wollen natürlich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich weiß, Timo, dass das sehr schwierig ist jetzt für Sie. Aber wenn wir da jetzt hinten Konfetti sehen und so, es tut schon weh, vor allen Dingen, wenn man letztlich so eine Saison gespielt hat wie Sie persönlich. Ja, natürlich. Ich denke mal, wir haben eine sehr gute Rückrunde gespielt. Und wenn man dann am Ende nicht aufsteigt, dann ist es natürlich sehr bitter. Nun lag Frankfurt ja eigentlich immer vorne. 6 Minuten war 60 in der ersten Liga. Habt ihr das auf dem Platz mitbekommen? Nein, also wir haben nur in der Halbzeitpause gehört, dass Frankfurt, glaube ich, führt. Aber ich denke nicht, dass das was mit diesem Spiel zu tun hatte. Wir mussten unser Spiel gewinnen, das war unser Ziel. Und so sind wir es auch angegangen. Verabschieden Sie sich von den Fans. Großartig, dass Sie bei uns waren. Dankeschön. Herr Maurer, Sie waren kurz in der Kabine. Was haben Sie gemacht? Kurz in sich gegangen? Nee, ganz normal, also da ein bisschen Abstand gewonnen, aber klar, ich bin natürlich enttäuscht heute auch, insbesondere von unserer Leistung, die war heute natürlich nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Frankfurt möchte gratulieren zum Aufstieg, haben eine tolle Rückrunde gespielt und bei uns hat es halt ähnlich wie bei Frankfurt gegen Einzug kein Punkt gereicht und das war natürlich dann auch bitter. Lassen Sie uns bitte nicht zu viel über LR Aalen sprechen, weil wir gleich noch eine großartige Abstiegskonferenz im Programm haben. Ich weiß, dass Sie das im Moment gerade relativ wenig interessiert. Trotzdem, darf ich Ihnen gratulieren zu dem Job, den Sie gemacht haben, dass Sie überhaupt noch einmal die Löwen rangeführt haben. Und ich habe es gerade zu Timo Ork schon gesagt, 6 Minuten waren Sie ja immerhin in der ersten Liga. Aber Sie haben wirklich einen tollen Job gemacht und die Mannschaft hat es ja auch bewiesen, dass sie oben mitspielen kann. Ja, zunächst bin ich jetzt einfach enttäuscht, so ist es einfach. Und von der Seite schauen wir dann in die Zukunft. Aber wir müssen schauen, dass wir möglichst auch eine gute Mannschaft haben, dass wir mit einem guten Ziel auch nächstes Jahr auch den Aufstieg in Angriff nehmen können. Und dann in der Allianz Arena, Herr Maurer, Dankeschön, dass Sie hier waren. Dankeschön auch für die Zusammenarbeit in der Saison. Und Sie sehen es, er lässt sich jetzt von den Fans feiern. Und wir gehen zurück nach Frankfurt. Jan. Vielen Dank. Und hier hat sich die Stimmung mittlerweile wieder ins Positive gedreht. Alexander Schur, der steht da drüben beim Stadionsprecher und hatte noch ein Wort an die Fans gerichtet, die mittlerweile wieder ihre Mannschaft positiv unterstützen. Und Rolf Fuhrmann hat Ari van Lent. Feiern Sie schön. Ari van Lent, Sie sind ja schon mal aufgestiegen. Was ist denn nun der Top-Aufstieg? Ja, ich möchte es gar nicht vergleichen. Es ist bei beiden Mannschaften mit Gladbach und jetzt habe ich unheimlich viel Spaß gehabt. In Gladbach habe ich 5 Jahre, das war fast nicht zu toppen, aber das ist ganz anders, genauso schön. Und so wie heute ist es einfach Gänsehaut-Feeling. Was ist denn das Besondere heute für Sie auch? Ja, dass ich noch einmal erste Liga spielen darf und ich habe ein kleiner Wunsch war es von mir im Hinterkopf, dass ich noch mal schaffen würde, wenn ich nächstes Jahr Vertrag auslaufe. Oder meine sportliche Karriere und da ist sie mit in vollem Gang. Und ich denke auch, Sie können da locker mithalten, ne? Ja, locker, genau. und jetzt geht es gleich am Römer noch und dann die Nacht wird durchgemacht. Ja, das ist übrigens. Sie kennen den Ablauf, jedes Jahr die gleiche Frage, jedes Jahr das gleiche Antwort. Also bei mir genauso. Dankeschön. Und als Ari van Lent rausging, als er ausgewechselt wurde, kam einer rein, Markus Beierle. Glückwunsch heute. Sie haben auch noch das Tor dann aufgelegt bekommen. So ein Abschied. Sie werden die Eintracht verlassen. Haben Sie sich das erträumt? Ja, man träumt natürlich immer davon. Es war mit Sicherheit ein wunderschöner Abschied nochmal hier in diesem wunderschönen Stadion mit den Superfans. Und es war jetzt der zweite Aufstieg, der mir gelungen ist mit der Eintracht zusammen. Und das ist eigentlich ein perfekter Abschied. Sie haben den Vergleich zu 2003. Das war damals aus der Situation heraus wahrscheinlich noch emotionaler. Oder wie ist es jetzt? Ja, da war es ja so, dass wir, glaube ich, bis 10 Minuten vor Schluss tot waren und aus dem Nichts nochmal auferstanden sind. Und heute haben wir eigentlich von Anfang an es selbst in der Hand gehabt. Beim Sieg haben wir gewusst, dass wir aufgestiegen sind und dementsprechend haben wir auch gespielt. Am Anfang war es ein bisschen nervös, war ein bisschen fahrig das Spiel. Aber ich denke, der 2:0-Sieg geht jetzt in Ordnung. Das 3:0 durch Sie, das Sie gemacht haben, haben Sie sich schon bei Benjamin Köhler bedankt, der die Vorlage gegeben hat? Ja, ich habe mich schon im Spiel bedankt. Das war nochmal wirklich ein super Abschied für mich und hat er wirklich toll aufgelegt. Wo geht es denn jetzt dann bei Ihnen hin? Was machen Sie nach dem 1.7.?
Ja, bis jetzt weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich möchte natürlich weiterhin spielen, ja, und jetzt werden wir in den nächsten Wochen sehen, wo die Fahrt hingeht. Alles gut und genießen Sie heute den Abend. Und wir geben jetzt mal den Rückpass zu Benjamin Köhler, der den Pass vorhin gegeben hat. Danke. Ja, und der vielleicht eines der wichtigsten Tore bislang seiner Karriere gemacht hat. Aus der Regionalliga, das nennt man doch Durchmarsch in die Erste, oder? Ja, das nennt man Durchmarsch. Aber ich wollte mit Frankfurt aufsteigen und ich bin einfach glücklich, dass wir es jetzt geschafft haben. Wir haben hart dafür gearbeitet in der Rückrunde und ich denke, war verdient. Wie sind Sie denn heute ins Spiel gegangen überhaupt? Ganz ruhig scheint mir, abwartend. Wie sind Sie denn ins Spiel überhaupt gegangen heute? Ja, wir haben... Schon am gestern Abend sind wir aber ziemlich angespannt gewesen und so näher das Spiel gerückt ist, wird man immer angespannter und wir waren ganz konzentriert, um das Spiel hier zu gewinnen und das haben wir, glaube ich, ganz gut umgesetzt und ja, man sieht ja, was jetzt hier für eine Stimmung ist, ich bin jetzt glücklich. Dafür war aber Ihr Tor sehr locker rausgespielt und gemacht. Ja, das war unsere Stärke, schnell von hinten rausgespielt, mit Dorin und schnell Mann, hat mich gut in die Gasse geschickt und das 1-0 war dann wichtig und dann sind die Tore folgen dann einfach bei uns immer wieder. Und als Sie sind von Essen gekommen, was trinken Sie heute? Appleboy mit den Frankfurtern oder wie? Nochmal, ich verstehe nicht, nochmal. Trinken Sie Appleboy heute mit den Frankfurtern? Sie sind aus Essen gekommen oder wie feiern Sie heute? Na, mal gucken, es ist ganz spontan. Wir machen auf jeden Fall eine ganz große Party und das wird erstmal gefeiert. Dankeschön. Bitte, ciao. Und wir haben hier die Spieler, das sieht schon so ein bisschen aus wie eine kleine Picknickrunde. Die sitzen alle schön im Kreis, haben die großen Becher dabei. Und jetzt können wir das auch mal aufklären, liebe Zuschauer, was da eigentlich drin ist. Oka, ganz kurz, wir wollten einmal aufklären, ist da jetzt eigentlich Bier drin oder Appleboy? Das sieht so ziemlich dünn aus. Ja, wir sind aus Frankfurt, was trinkt man in Frankfurt? Appleboy natürlich. Dementsprechend erklärt sich das auch, dass da kein Schaum drauf ist, liebe Zuschauer. Sie haben es mitbekommen, komplett heute von der Bank das Spiel. Viele Aufstiege schon mitbekommen, wie ist der heutige? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Wie ist der heutige Aufstieg für Sie einzuordnen, den Sie nochmal von der Bank aus miterlebt haben? Ja, jeder Aufstieg ist was Besonderes, ist natürlich klar. Und nach der Vorrunde hat eigentlich keiner gedacht, dass wir es noch schaffen. Und dadurch ist es umso schöner. Wir haben hier, das ist ganz nett, auch hier gibt es noch Zärtlichkeiten, das ist doch wunderbar. Markus Weißenberger, ganz kurz noch, weil Sie auch bei den Löwen gespielt haben. Wie ist das jetzt, mit der Eintracht hier aufgestiegen zu sein und die ehemalige Mannschaft ist in Liga 2 geblieben? Ja, es ist was Besonderes, wenn man aufsteigt und das war ja unser Ziel, deswegen bin ich auch nach Frankfurt gegangen. Und sehr, dass dann im letzten Spiel gegen den Ex-Verein geht, war für mich natürlich noch was Besonderes. Aber so ist es halt im Sport und wir haben es geschafft und ich denke mal, wer es dann noch schafft, aufzusteigen, der hat es dann auch verdient. Das ist irgendwie eine nette Atmosphäre, hat so eine kleine Picknickstimmung im Moment, alle sitzen hier nett zusammen. Wie ist der Zusammenhalt in der Mannschaft? Ja, der war hervorragend. Man hat, obwohl wir in der Hinrunde nicht so gut gespielt haben, haben wir uns in der Winterpause super vorbereitet. Wir haben dann in der Rückrunde gezeigt, was in der Mannschaft steckt und ich denke mal, im Großen und Ganzen ist es dann verdient gewesen, dass wir aufgestiegen sind. Weil ich denke mal, im Winter hat mit uns eigentlich keiner mehr geredet. Sie kennen die erste Liga aus Löwenzeit noch. Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten? Tja, Bundesliga ist Bundesliga. Das ist einfach das Nonplusultra für mich. Auch in ganz Europa ist die Bundesliga so stark, dass sie in jeder Ding mithalten kann. Und auf die ganzen neuen Stadien. Und es ist einfach was Besonderes, wenn man gegen Bayern, gegen Dortmund und wie sie alle heißen spielt. Und ich freue mich einfach riesig wieder. Und jetzt noch einen schönen Abend. Ich danke Ihnen. Alles Gute. So, liebe Zuschauer, wir wollen jetzt auch noch mal ganz kurz auf dieses Spiel hier zurückschauen. Michael Born macht das für Sie. Der Aufstieg, die Eintracht hatte von der Voraussetzung einen Punkt Vorsprung vor den Löwen. Ein Sieg hätte gereicht und er hat gereicht. Und wenn einer weiß, wie es geht, dann ist das Friedhelm Funkel. Viermal aufgestiegen, 92 und 94 mit Uerding, 96 mit dem MSV, 2003 mit dem ersten FC Köln. Und heute, nach anfänglicher Nervosität, wurde es besser. Siebte Minute, Köhler auf Arifanent und die erste gute Torschuss für Eintracht Frankfurt. Aber Vorsicht vor Wacker Burghausen, die beste Auswärtsmannschaft der Liga, wollte keinesfalls nur abschenken. Zwölfte, Geisler, abgefälschter Schuss und da ging zum ersten Mal durchaus ein Raunen durch die Commerzbank Arena. Frankfurt brauchte so eine Viertelstunde, um richtig reinzukommen. Dann wieder Arifan Lent und Riesentat von Uwe Gospodarek, dem Keeper von Wacker Burghausen, der alles gegeben hat in dieser Situation und wie man hier gut sieht, von Arifan Lent unglücklich getroffen wird und verletzt wurde. 17. Minute, Frankfurt jetzt entschlossen mit Durica. Super Antritt, super Pass und dann der Treffer von Benny Köhler. 17. Minute, 15.17 Uhr, Eintracht Frankfurt war definitiv in diesem Moment in der ersten Fußball-Bundesliga. Ein typisches Frankfurter Tor für die Rückrunde.
Ari van Lent, Durica und Benny Köhler. Schnell gespielt, gut gespielt, eiskalt, abgeschlossen. 49 Tore haben sie rausgespielt. Auch das ist erstklassig. Stimmung Ekstase schon in dieser Situation. Dann bitterer Moment für Gospodarek. Sie haben die Verletzung gesehen. Es ging nicht mehr. Es kam der Ersatzkeeper Jens Kern. Erstes Spiel. Dann war Pause und die Stimmung schon am Siedepunkt. Aber noch gab es einen Job zu erledigen. 53. Minute. Wacker versuchte dagegen zu halten und Geisler hatte eine Chance. Und Frankfurt hatte Glück, dass Markus Pröll da so an diesen Ball gelangen konnte. Frankfurt kontrollierte das Geschehen und kam nach und nach zu Torchancen. Wie hier durch Durica. Technisch anspruchsvoll. Klasse gemacht. Kein Vorwurf an ihm, dass es hier nicht zu Saisontor Nummer 8 reichte. Also aus dem hässlichen Endlein, so wurden die Frankfurter mal genannt, sind ein richtig gut spielendes Team geworden, die noch mal zittern mussten beim Freistoß von Geisler in der 58. Minute. Noch war das Puls da. Sehr dünn, nur 1:0. Aber dann 65. Freistoß Frankfurt, Matchball Frankfurt und der ist drin. Alex Meyer mit dem 2:0. Sein Dreierpack in Cottbus brachte Frankfurt auf den richtigen Weg. Und mit seinem 9. Saisontreffer, noch abgefälscht von Oslislo, war die Geschichte klar. Klar, sowas von klar. Nie mehr zweite Liga, nie mehr. Und 2 Minuten vor dem Ende gab es dann die Meister-T-Shirts. Jetzt waren sie sich sowas von sicher. Und es gab noch eine Zugabe. Ein obendrauf, 90. Bayerle mit dem 3:0. Und schauen Sie auf die Ersatzspieler. Alle auf dem Feld, alle zu Bayerle. Auch das ist ein Erfolgsgeheimnis der Eintracht. Sie sind eine Eintracht. Und Burghausen muss man erstmal 3:0 wegfegen. Die haben 8-mal auswärts gewonnen, aber heute war Frankfurt einfach eine Nummer zu groß. Dann der Abpfiff von Dr. Markus Merk und der Rest war Ekstase pur. Schöner Abschied für Bayerle, super Erlebnis für Ari van Lent und all die anderen. Wer hat noch mit Frankfurt gerechnet? 8 Punkte Rückstand zur Rückrunde. Dann spielen sie 13-0 und packen noch den Aufstieg und das völlig zurecht. Und die Fans, die feiern hier mit ihren Liedern von der Frankfurter Eintracht. Und Durica, Liebling der Fans. Beschreiben Sie doch mal so ein bisschen, was hier gerade passiert. Fassen Sie es in Ihre Worte. Ich glaube hier, also was man hier erlebt, da braucht man keine Worte. Man braucht einfach die Augen aufmachen und auf die Tribüne gucken, was hier los ist. Dann kriegt man Gänsehaut. Also das ist so ein gutes Publikum, so geil. Und ich glaube, mit so einem Publikum schaffen wir es auch in der ersten Liga. Wie viel Uhr ist es im Moment in Korea? Ich glaube, die schlafen alle. Aber ich glaube, mein Vater und meine Eltern nicht. Die sitzen vorm Computer und freuen sich, glaube ich, auch. Ich denke mal, gleich wird auch der Anruf kommen, oder? Auf jeden Fall. Sobald ich mein Handy anmache, rufe ich nach Hause an. Und heute hat mein Vater auch Geburtstag und ich glaube, das ist ein super Geburtstagsgeschenk. Was war das für Sie für eine Saison mit Höhen und Tiefen? Sie wurden mal als Chancentod ein bisschen betitelt. Die Fans haben Sie immer unterstützt. Dann diese Serie, wo Sie nur noch Tore erzielt haben. Was war das aus Ihrer Sicht für eine Saison? Ich habe in dieser Saison wirklich alles erlebt. Ich war am Anfang auf der Tribüne, war gar nicht mein Kader. Dann war ich wieder Stammspieler, aber habe nicht getroffen. Aber danach kamen die Tore plötzlich. Also es war alles drin in einer Saison und ich glaube, daraus kann ich viel lernen. Sie strahlen, genießen Sie den Abend noch und dann viel Spaß in der ersten Fußball-Bundesliga. Und wir wollen mal ganz kurz Glückwünsche einholen von den Löwen. Die zeigen sich als faire Verlierer. Frankfurt gewonnen. Die haben die Aufgabe gemacht und ich würde auch sagen, Gratulation an Frankfurt. Die haben die Sache gut gemacht und nächste Saison werden wir es machen. Die Löwen also faire Verlierer und ihr, liebe Zuschauer, die Fans, die feiern noch. Alexander Schur mit seinem Kreuzbandriss auch immer drin. Da drüben werden ihm noch mal gerade von seiner Frau, glaube ich, die Schuhe gebunden. Und Alexander Meyer hat in Cottbus 3 Tore erzielt, heute auch wieder 1 Tor per Freistoß. Er ist jetzt bei Rolf Fuhrmann.
Alexander Meyer, das zweite Tor, auch wenn es abgefälscht war, das war dann der endgültige Knockout für 1860 München. Der Aufstieg für Sie, was geht in Ihnen vor jetzt? Ja, ich glaube so richtig, ich fasse es noch nicht so richtig, was hier abgeht, und ich glaube, das kommt erst morgen oder übermorgen. Dann wissen wir erst, was wir geschafft haben. Ich frage Sie auch deshalb, weil ja noch nicht klar ist, ob Sie hier bleiben oder nach Hamburg zurückgehen. Wie sieht denn da die Situation aus, jetzt? Ja, im Moment ist es noch völlig unklar. Ich hoffe, dass ich hier bleiben kann, aber das müssen die Vereine unter sich ausmachen. Glauben Sie denn, dass Sie diese Fans, die Sie hier alle feiern, so einfach verlassen können? Nee, deswegen, es macht super Spaß. Wir hatten immer das Publikum hinter uns, auch wenn es mal nicht lief. Es ist riesig, hier zu spielen, und ich hoffe, ich kann bleiben. Als Hamburger, wie feiern Sie heute? Appleboy werden Sie nicht trinken? Nee, ich glaube, da wird es ein paar Bier geben, und ja. Feiern Sie schön. Ja, danke schön. Also er hat den Appleboy noch nicht bekommen, den eben die Spieler in ihrem kleinen Picknickkreis hatten. Und wir, liebe Zuschauer, wenn Sie in der Konferenz mit dabei waren, wollen wir mal jetzt auf den Abstieg schauen. Das war hochdramatisch, und in München, da war die Situation auch so, dass der LR Aalen es mit einem Sieg hätte schaffen können aus eigener Hand. Wir haben die Tabelle hier, die Aalener 15. mit 36 Punkten. Die mussten also gewinnen. Eintracht Trier musste auch gewinnen, wenn Aalen gewinnen würde. Cottbus reicht ein Unentschieden, und Saarbrücken hätte auch ein Unentschieden gereicht. Saarbrücken im direkten Duell gegen Eintracht Trier. Die Cottbusser beim geretteten Karlsruher Sportclub. Und wir beginnen diese Dreier, diese Abstiegskonferenz in München bei dem Spiel 1860 gegen LR Aalen mit Wolf Fuß. Und bei der ganzen Begegnung gab es ja oben noch als Sahnehäubchen eine kleine Abschiedsveranstaltung mit dazu. Gruppenbild mit Löwen und ausverkauftes Grünwalder Stadion zum Abschied. Aber das alles interessierte nur am Rande. Zu viel stand auf dem Spiel. Und die Löwen in den hellblauen Trikots von links nach rechts legten gut los. Wir springen in die 12. Minute. Lehmann, dann hat Jenic Probleme, aber Schäfer nicht. Stand 15.10 Uhr und 49 Sekunden waren die Löwen für einen Moment in der ersten Liga. Und der LR Aalen war endgültig abgestiegen nach 5 Jahren. In Liga 2. Jenic rückte in die Innenverteidigung, spielte für den gesperrten Gletson. Maurer außer sich. Aber die Aalener kamen zurück. 24. Minute. Da ist Aschanin, da ist der Ausgleich. Und von wegen, sie stehen nur hinten drin. Sie spielten mutig nach vorne, wirkten einen Tick abgebrühter im Zweikampf. Fellgenauer, der Kapitän, den die Aalener verlassen wird, in Richtung Greuther Fürth. Also der bleibt auf jeden Fall in Liga 2. Das ist Njai und er ist drin. 25. Minute, 1:2. 93 Sekunden nach dem Ausgleich. Die 500 mitgereisten Fans aus Aalen aus dem Häuschen. Aalen nach 25 Minuten in Liga 2. Die Vorlage für die Konkurrenz. Saarbrücken muss was tun, Trier muss was tun. Und Cottbus in Karlsruhe, Holger Pfand. Der Showdown rückte näher im Karlsruher Wildparkstadion. Energie Cottbus, das war klar, brauchte einen Zähler. Fast 3000 Cottbusser hatten sich mit auf den Weg gemacht. Aber der KSC wollte sich sportlich fair zeigen. Energie, zuletzt nur mit einem Sieg aus den vergangenen 5 Partien. Mit umgebauter Elf von Patrick Sander stand gleich hinten drin. Cottbus in Rot, der KSC, der Gastgeber in Blau. Foul von Schöckel an Florian Dick. Wir sind in der ersten Spielminute. Dick führt auf den Freistoß für die Badener aus. Florian Dick, und es steht 1:0 für den KSC. Schlechter konnte es für Cottbus ja gar nicht beginnen. Aalen führt in München, und selber liegt man in Karlsruhe zurück durch ein Eigentor. Obendrein Timo Rost war es, der den Ball unhaltbar verlängerte für seinen Keeper, für Tomislav Piblica. Im Moment ganz schlechte Karten für Cottbus. Die schauen jetzt mit zitternden Knien nach Trier zum Spiel Trier in Saarbrücken. Martin Groß. Da saßen die Maskottchen, wenn Sie so wollen, auf der Bank. Denn sowohl Horst Ermantraut als auch Paul Lindt sind in ihrer Trainerkarriere noch nicht abgestiegen. Außerdem gab es für beide die gleiche Ausgangsposition. Sowohl Saarbrücken in den dunklen Trikots als auch Trier können den Abstieg aus eigener Kraft verhindern. Saarbrücken mit dem besseren Start, 5 Minuten gespielt. Das ist T-Baut und ein erster Versuch in Richtung Daniel Istunat. Aber Trier mit offensiver Einstellung, denn ein Sieg würde die Eintracht retten. Das ist Keller.
Da kommt Becker und da steht's 0-1. Siebte Minute, die Führung für die Eintracht. Das zweite Saisontor von Becker, der sein Zweitliga-Debüt letzte Woche mit einem Tor gegeben hatte. Hier eröffnet er der Eintracht die Möglichkeit, in Liga 2 zu bleiben. 1-0 also, Energie Cottbus steht unter Druck, Holger Pfand. Stand 15.21 Uhr, Cottbus war abgestiegen, das Team in Rot. Letztes Jahr waren sie fast aufgestiegen, ein Punkt fehlte gegenüber Mainz. Cottbus musste was tun, Freistoß durch Berhalter. Markus Miller, der Keeper des KSC, hatte da weiß Gott schon schwierige Aufgaben in seinem Leben zum Meistern. Aber die Karlsruher taten jetzt nicht mehr so viel, waren nicht mehr aggressiv, nicht bissig, überließen den Gästen überwiegend die Spielanteile. Und Cottbus spielte immer besser, immer mutiger. Guter Flügelwechsel, das ist Schöckel und da kommt Kunke. Ein wunderbares Tor vom aufgerückten defensiven Mittelfeldspieler Daniel Gunkel. Sein drittes Saisontor, sein schönstes obendrein und möglicherweise ja auch sein wichtigstes. In dieser Spielminute der 32. hatte Cottbus das, was sie brauchten. Den einen Punkt hatten sie in den Händen und damit, das war klar, würden sie auf keinen Fall in die Regionalliga runtergereicht. Erlösung bei Patrick Sander, der sich permanent über die Zwischenstände auf den anderen Plätzen unterrichten ließ. Der KSC eher mit Schlafwagenfußball in dieser Phase, eher uninspiriert. Trainer Ede Becker war sauer und Cottbus blieb gefährlich. Das ist Kenan Şahin, der junge 20-jährige Tor. Mit dem Pausenpfiff scheint sich Energie Cottbus ja beinahe endgültig den Klassenerhalt gesichert zu haben. Sie führen in Karlsruhe mit 2-1 und es war eine feine Einzelleistung von Kenan Şahin. Den hatten sie im Januar von Bayer Leverkusen verpflichtet von den Amateuren. Noch kein einziges Tor im Profifußball, aber das hier, sein erstes, das macht er richtig fein. Also, zur Pause war Cottbus vorne. Und sie schauten natürlich weiterhin und telefonierten über den Spielstand Saarbrücken gegen Trier. Martin Groß, da führte zuletzt Trier. Sie taten das nach einer halben Stunde im Ludwigspark. Heißt, Trier ist durch, Saarbrücken muss was tun. Und sie kamen mit Örtülü. Genau 30 Minuten gespielt bei dieser Chance von Örtülü. Aber die Eintracht ließ sich nicht einschnüren, spielte selber weiter nach vorne. Becker! Und nur ganz knapp eine mögliche Vorentscheidung vertan. Sollte Saarbrücken auch den dritten Matchball zum Klassenerhalt vergeben, gegen Unterhaching und in Aue haben sie verloren. Jetzt wieder hinten gegen den direkten Konkurrenten, Hagner. Kurz vor der Pause, guter Einsatz da im Mittelfeld von Rosconi. Dann Platz für Örtülü und da kommt Reuter und er löst 20.000 im Ludwigspark. 1-1, 39. Minute. Schöne Flanke von Örtülü und dann das zweite Saisontor. So wichtig für Horst Ehrmantraut und Saarbrücken. 1-1 zur Pause. Zu wenig für Trier, wenn Aalen an der Grünwalder Straße weiter ernst macht. Wolf Fuß. Die Aalener führen, Stand 30. Minute im Grünwalder Stadion. Aber die Löwen mussten was tun, die Löwen wollten was tun. Freistoß, Lehmann, da ist Meier, 2-2. Remo Meier in seinem womöglich letzten Pflichtspiel für die Löwen mit dem Ausgleich. Sie hatten den Aufstieg noch nicht ganz aus den Augen verloren, auch wenn Frankfurt zu diesem Zeitpunkt schon führte gegen Burghausen. Sie wollten die eigenen Voraussetzungen schaffen, aber hinten desolat. Ndjai geht ab, Ndjai fällt, Gagelmann pfeift Elfmeter. Und es gibt zudem Gelb für Timo Ochs. Und dem kann man durchaus folgen. Berechtigter Strafstoß also. Svitlica tritt an und verschießt. Stanko Svitlica, vergangene Woche gegen Essen noch der Matchwinner. Der war schwach geschossen und der war gut gehalten von Ochs. Weiterhin 2-2. Dramatik pur im Grünwalder Stadion. Vucicevic und Meier. Wenn er den macht, dann können sie Ronaldinho Meier zu ihm sagen und verlängern womöglich seinen Vertrag bei den Löwen doch noch. Es war ein Krimi, es war nichts für schwache Nerven. 2-2 zur Pause. Aalen zu diesem Zeitpunkt abgestiegen. Präsident Helmut Spicker mit den Nerven am Ende. Aber seine Aalener zu Beginn der zweiten Hälfte
besser. Ndjai macht ein starkes Spiel. Babacar Ndjai, der Senegalese. Und da fehlte nun wirklich nicht viel. 56. Minute, dann war der Ball im Tor. Und Torschütze wieder Ashani mit dem Doppelpack. Allen aus dem Häuschen, der absolute Wahnsinn. Die 500 mitgereisten Fans waren heute Morgen um 5.30 Uhr mit dem Bus am Versestadion losgefahren. 2:3, allen in der Liga und im Moment Trier abgestiegen. In Saarbrücken, Martin Groß. Die Nachricht vom Tor in München kam prompt, genauso wie die Reaktion der Fans und der Mannschaft aus Trier. Sie versuchten es, sie spielten nach vorne, sie kämpften, aber sie mussten erst einmal wieder vorankommen. Guter Einsatz von Becker gegen zwei, gegen drei. Paczynski verpasst und die Chance von Laback. Seine einzige in diesem Spiel, auch Paczynski. Nicht immer glücklich. 55 Minuten gespielt. Saarbrücken machte zu wenig nach vorne und Trier hoffte auf den Freistoß von Mamić. Es fehlten vielleicht 30 Zentimeter. Ein Tor der Eintracht würde Saarbrücken in den Abgrund schicken. Und wie knapp es war, hier gut zu sehen. Eine Stunde inzwischen gespielt. Immer wieder die Eintracht. Oft zu ungenau. Aber das Herz war am richtigen Fleck. Vor allen Dingen bei ihm hier. Bei Sebastian Becker. Tolle Vorstellung vom jungen Sebastian Becker, der Peter Eich fast überrascht. Nach einer Stunde Tanz auf der Rasierklinge im Ludwigspark, aber auch im Wildpark bei Holger Fand. Hier mittlerweile 70 Minuten durch. Cottbus auf der Sonnenseite des Lebens. Egal, dass Ahlen führte, egal wie es in Saarbrücken stand, mit einem eigenen Sieg wäre man definitiv ein weiteres Jahr im bezahlten Fußball. Aber dann dieses Foul von Hüski am eingewechselten Albaner Edmond Kaplani. Zurecht gepfiffen vom guten, umsichtigen Referee Dr. Jochen Drees. 73. Minute, Freistoß für den KSC, der besser war im zweiten Durchgang. Und der belohnt wurde. Abgefälscht von Vrajel da Silva, findet der Ball. Geschossen von Danny Schwarz den Weg ins Tor. 2:2. Noch hat Cottbus dieses wichtige Remis in den Händen. Aber sie wackelten ab der 73. Minute. Zwei Wechsel auf Cottbuser Seite, neue Stürmer kamen. Mezaros, die Entscheidung naht. Mezaros auf den überragenden Gunkel. Sie lassen viel zu viele hundertprozentige Chancen aus. Nur 35 Tore in dieser Saison, das ist das Problem. Wir springen in die 88. Minute. Aufgepasst, Kaplani, Tor, der Ball ist drin. Oh, was hat Cottbus da ein Glück? Was hat Cottbus da ein Glück? Der Treffer zählt nicht. Eine ganz knifflige Entscheidung für mich. Die Tendenz eher kein Abseits beim Abspiel auf Kaplani. Für mich gleiche Höhe, Treffer hätte zählen müssen. Die 88. Minute. Noch durfte Cottbus hoffen auf den Punkt. Wir springen in die 90. Minute. Energie nur noch hinten drin. Masmanidis, einer der stärksten Karlsruher, der findet Sebastian Freis. Ah, das Zittern geht los, das Zittern geht los. Karlsruhe führt in der 90. Minute und wird diese Partie gewinnen. Und wenn Cottbus verliert, hängt alles von den Gegnern ab. Dann könnte Cottbus absteigen. Das Zittern beginnt. Wie steht's denn in Trier? Wie steht's in Saarbrücken gegen Trier? Und das schauen wir uns natürlich an. Ja, zunächst mal gucken wir noch mal bei den Löwen. Gucken mal nach einer Mauer, dem entgleisten alle Gesichtszüge. Er brachte Bayer, er brachte Schau, er brachte Agostino, er brachte volle Offensive. 68. Minute, da ist Schau, da ist das 3:3. Damit sind alle drei anderen Teams plötzlich wieder fein raus im Abstiegskampf. Der Aufstiegszug für die Löwen war abgefahren, aber sie wollten irgendwie dagegenhalten. Dann wurde Sopić ausgewechselt. Die Nerven lagen blank. Starker brachte Paulinho, Spicker beruhigt. Währenddessen der Ahlener Freistoß. Ein langer Ball auf Ndjai. Da ist Mikko Lajčák und Tor! 71. Minute. Der Wahnsinn hat einen Namen. L.R. Ahlen. Christian Mikko Lajčák. Bärenstarke letzte Wochen von ihm und er krönt sie mit diesem Treffer. Das ist die Reaktion von František
Straka ist er der Retter von Aalen. Die letzten Sekunden einfach nur Ball halten, einfach nur irgendwie die Kontenance bewahren, dann war Feierabend. Der LR Aalen bleibt für ein weiteres Jahr, für ein sechstes Jahr in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der dritte Auswärtssieg der Saison. In Aachen gewonnen, in Frankfurt gewonnen und jetzt beim TSV 1860 München. Aber die Frage, die bleibt, ist, wer steigt ab? Saarbrücken oder Trier? Martin Groß. Der Ritt im Ludwigspark ging also weiter. Knappe Viertelstunde noch zu spielen. Und der erste FC Saarbrücken nur ganz, ganz gelegentlich mal im Vorwärtsgang. Aber hier Roschkoni mit der Riesenchance, den ersten FC Saarbrücken endgültig in Liga 2 zu halten. Er hätte mit seinem ersten Zweitligator alles klar machen können für den FCS. Noch knapp 10 Minuten zu spielen. Verzweifeltes Anrennen, Anflanken, Ankämpfen der Trierer. Freistoß. Budisa mit vorne und ganz eng wurz vor dem Tor von Peter Eich. Als letztes noch ein Saarbrücker dran. Hätte also fast ein Eigentor gegeben. Und noch eine Minute. Zwei Jahre hat die Eintracht den Abstieg verhindert. Jetzt hängt es an den Schlusssekunden. Freistoß. Pekovic hoch und weit drüber. Und das hieß Sekunden später Gewissheit, traurige Gewissheit für Paul Linz und Eintracht Trier. Die Eintracht geht in die Regionalliga, weil sie trotz guter Chancen, trotz guter Moral nicht über ein 1:1 im Ludwigspark hinwegkommt. Saarbrücken bleibt drin, Trier geht runter und in Karlsruhe konnte ebenfalls gefeiert werden. Holger Pfand nochmal. Das war das große Zittern. Da war die Erlösung, 1:1. Am Ende hat Trier und Cottbus, beide haben 39 Punkte. Tordifferenz Trier minus 14, Cottbus minus 13. Hätte das Tor, was kein Abseits war aus meiner Sicht, gegolten, hätte Cottbus 4:2 verloren und Cottbus wäre abgestiegen. So eng war es heute. Ein ungemein erleichterter Patrick Sander, der Trainer von Cottbus, nach einer dramatischen Saison. Wir standen natürlich unter enormem nervlichen Druck und hatten uns eigentlich dann in der Halbzeit vorgenommen, so genauso weiterzuspielen und sind eigentlich durch Standardsituationen immer wieder um den Lohn unserer Arbeit gebracht worden. Und so ist das dann, wenn man halt selbst nicht vorlegen kann, weil wir hatten es ja selbst in der Hand, dann muss man halt hoffen, auf andere Ergebnisse hoffen. Aber wir sind nicht deswegen abgestiegen, weil die anderen so für uns gespielt haben, sondern wir sind haben deswegen 39 Punkte geholt. Und das darf man nicht vergessen bei der Analyse so einer langen Saison, die schlimmer nicht hätte sein können, die so viel bergauf, viel mehr bergab hatte, die gekennzeichnet war von Chaos, von Führungslosigkeit, von Personaldiskussionen, die ich so nicht nochmal mitmachen möchte. Die alte Troika der Cottbusser ist im Saisonverlauf weggegangen. Ede Geier, Manager Stabach und auch Präsident Krein. Aber Energie bleibt mit mehreren blauen Augen soeben der zweiten Liga mal erhalten. Und damit zurück zu Jan Henkel in Frankfurt. Das ist schon eine unglaubliche Geschichte wieder in der zweiten Fußball-Bundesliga, der letzte Spieltag. Erinnern Sie sich noch an die vergangene Saison? Energie Cottbus nicht aufgestiegen in die erste Liga aufgrund der Tordifferenz. Und heute ein Treffer, der sie dann in Liga 2 hält. Wir sind in Frankfurt hier mittlerweile in eine etwas ruhigere Position gegangen. Unser Glasstudio, der Blick runter auf den Platz, da ist gar nichts mehr los. Die Ränge sind auch leer. Die Zuschauer, 42.000 waren hier, sind jetzt unterwegs Richtung Innenstadt, Richtung Frankfurter Römer. Und die beiden, die müssen wahrscheinlich noch ins Bett, bevor dann ihr Papa feiert, die Kinder von Alexander Schur. Naja, ob sie Fußballer werden, der Größere zumindest, hat neulich am vorvergangenen Wochenende 3 Treffer erzielt bei den Bambinis. Und sein Vater heute auf der Bank saß er mit Kreuzbandriss aufgestiegen. Aber wir wollen natürlich jetzt nochmal auch die traurigen Verlierer des Tages hören. Paul Linz, er war die ganze Saison auch zum Schluss so davon überzeugt, hat immer gesagt, nein, wir steigen nicht ab. Jetzt ist es doch passiert. Thomas Wagner mit dem Trainer. Paul Linz, ich glaube, man muss nicht viele Worte verlieren, wenn man ihre Mannschaft sieht. Für Sie der bitterste Moment in Ihrer sportlichen Laufbahn?
Ich glaube ja, das ist wirklich schlimm. Ich denke, wir haben noch nicht heute das Spiel, heute den Abstieg, das waren die drei Heimspiele, die wir miteinander verloren haben. Da hätten wir müssen eins von gewinnen. Heute war es schwer, aber die Jungs haben alles gegeben. Und ist natürlich sehr bitter für uns, ja. Wie schwer fällt es eigentlich in dem Moment, jetzt überhaupt schon ans Morgen zu denken? Ja, ich denke überhaupt nicht. Ich bin jetzt so unten, so enttäuscht. Ich kann auch gar nicht an morgen denken. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass Aalen in München gewinnt? Ja, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Also hätte ich nicht, auch nicht, also Möglichkeiten habe ich schon, aber es ist trotzdem enttäuschend. Ich weiß, ich will Sie auch nicht mit zu vielen Sachen belasten jetzt. Werden Sie für einen Neuanfang zur Verfügung stehen? Aber wir müssen jetzt erstmal zusammensetzen, erstmal reden, wie es überhaupt weitergeht. Dann sehen wir weiter. Saarbrücken jubelt, die Zuschauer jubeln und nebenan zwei Meter sitzen die Trierer und weinen. Waren es die emotionalsten 90 Minuten auch für Sie in Ihrer sportlichen Laufbahn? Also über, was ich jetzt momentan zurückblicken kann auf die Zeit, waren es die emotionalsten. Es war wirklich ein Hitchcock-Krimi, nicht zu überbieten an Spannung und an Dramatik. Hätte auch im Endeffekt schlecht ausgehen können für uns. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Froh für diesen Verein, froh für die Zuschauer, für die Fans und vor allem ja froh, weil unser Präsident oder mein Präsident mich gerade in der Phase, als wir 7 Spiele hintereinander verloren haben, so unterstützt hat und mir den Rücken gestärkt. Finde ich fantastisch. Heute war ein Spiel, ich sage nochmal, Dramatik pur. Im Endeffekt verdient diesen Punkt geholt, der uns noch gefehlt hat. Aber auf der anderen Seite, Trier ist ja nicht weit von Saarbrücken. Es tut mir leid für die Trier.